Von der GEZ kann man sich nicht komplett befreien lassen, es sei denn, man ist sozial schwach oder krank. Und sogar da gibt es noch Ausnahmen. Aber was man zurzeit machen kann, ist an ihre Nase herumführen, ihre Forderung zu verschieben und immer weiter zu verschieben. Das sind zurzeit die Taktiken, die existieren. Und ja, jetzt fangen wir auch an hier auf rundfunkbeitrag.de. Klicken wir auf Befreiung. Ich möchte befreit werden aus nicht gesundheitlichen, sondern sozialen Gründen. Hier kann man sich meistens immer befreien, wenn man diese Leistungen von hier bekommt. Aber ich mache jetzt weitere Leistungen. So, ich möchte befreit werden, weil ich keine der unten aufgeführten aufgrund einer Einkommensüberschreitung. Was bedeutet das? Verbraucher, die keine Sozialleistung beziehen, aber ein zu geringes Einkommen haben, können einen Härtefallantrag. Wir machen jetzt einen Härtefallantrag. Härtefallantrag beim Rundfunksmann stellen, wenn ihre Einkünfte pro Monat nicht um mehr als 17,50 Euro über den sozialrechtlichen Regelsätzen liegen. Wie auch immer, wir verdienen wenig, ob es über oder unter 17,50 Euro ist, das ist jetzt mal dahin geschrieben. Wir gehen jetzt zurück und machen einfach diesen Schritt. Die Einkommen liegt unter, ja, einfach ja klicken. So, dann hier alles ausfüllen. Ne? Max, Muster, 37, bla bla, irgendwas. Ort, Maxi, Straße, Maxi, 33. Irgendwas aus, also nicht irgendwas ausfüllen natürlich, ist jetzt nur hier ein Musterbeispiel. So, dann habt ihr das ausgefüllt. Dann geht es weiter. Antrag erstellen am Ende. Bitte drucken Sie Ihren Antrag auf Befreiung und so weiter. So, fügen Sie dem Antrag bitte unbedingt den nachfolgenden Nachweis bei. Bescheinigung oder ablehnende Bescheid aus dem Höhe der Überschreitung der Bedarfsgrenze ersichtlich ist. Die meinen wohl von den Sozialbehörden, dass sie beweisen können, dass du keine Leistung von denen erhältst. Und sie müssen auch quasi auch beweisen, dass du die sozialrechtlichen Regelsätzen triffst. Aber egal. Druck das einfach aus, schick das ab und dann kommen dann bestimmt irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen eine Post, da steht auch bestimmt, welche Nachweise zugeschickt werden müssen. Weil wir haben ja nichts von den Sozialbehörden bekommen. Und dann schreibt ihr die an, dass du nie beim Jobcenter warst, bei den Sozialbehörden warst und quasi auch so dich befreien möchtest. Und so fängt dann auch dieses ewige Hin und Her an mit der GEZ. So, das ist jetzt eine Taktik von vielen.